An die 800 Lehrlinge aus der Steiermark trafen sich in Hartberg bei besten Wetterbedingungen zu einem sportlichen Großereignis. Der zweite Lehrlingssporttag in Hartberg. Ihr Verein unterstützt das Ganze oder fördert das Ganze. Was ist eigentlich der Hintergrund? Der Hintergrund ist der, dass wir zeigen wollen, was es an Sport gibt, dass Bewegung alles ist, dass Lehrlinge sich bewegen sollen und dass wir gemeinsam eben viel erreichen. Ne? Und durch Sport kommt man zusammen und das ist nämlich das Wichtigste, dass Schüler und in diesem Alter gemeinsam sinnvolle Freizeitbeschäftigung erfahren. Ja? Und während der Berufsschulzeit ergibt sich die Möglichkeit, dass wir viele Lehrlinge zusammenbringen und ansprechen können und unsere Betreuer motivieren diese Lehrlinge und deswegen auch wieder in Hartberg, weil einfach der Ort gut passt, weil wir sehr viel unternehmen können hier, ein großes Areal sich anbietet, die Gemeinde uns sehr entgegenkommt und einfach das gesamte Team uns so unterstützt, dass es zu einem reibungslosen Ablauf kommt. Und wir wollen einfach aufzeigen, dass Lehrlinge leisten, nicht nur fachlich, sondern auch freizeitmäßig und in der Gemeinschaft leben. Im Start- und Zielbereich wurde das Sportfest nach einem gemeinsamen Gruppenfoto von den Veranstaltern offiziell eröffnet. Sie sind der Geschäftsführer der steirischen Lehrlingshäuser. Was verbirgt sich dahinter? Ja, die Lehrlingshäuser der Steiermark, praktisch der Wirtschaftskammer Steiermark, sind zu 100% eine Tochtergesellschaft der steirischen Wirtschaftskammer. Und wir bringen Lehrlinge bei uns unter, die die Berufsschule besuchen. Und wir haben in der Steiermark 15 Standorte. Und an diesen Standorten bringen wir pro Jahr ca. 12.000 bis 13.000 Jugendliche unter. Jetzt sind wir heute hier beim Sporttag in Hartberg. Was hat Sie da jetzt daher geführt? Ja, der Hintergrund ist eigentlich, dass der Lehrlingsunterstützungsverein diese Veranstaltung organisiert hat. Ganz besonders wertschätze ich die Leistung des hier in der Standort des Hartberg, der diese Veranstaltung eigentlich organisiert hat. Und ich weiß, was dahinter steckt. Und es freut mich ganz einfach, dass Jugendliche Sport betreiben, Bewegung machen, gesund leben. Es zeigt auch, dass Jugend nicht nur für Gutes, für Fachkompetenz steht, sondern auch, dass sie sich im Bereich Gesundheit und auch im Sport interessieren. Nach einer kurzen Regelunterweisung der Schiedsrichter wurde mit den Bewerben Beachvolleyball und Kleinfeldfußball begonnen. Mit vollem Einsatz erkämpften sich die Mannschaften Punkt für Punkt und gingen dabei trotz extremer Temperaturen an ihre sportlichen und körperlichen Grenzen. Gibt es eigentlich von dem LUV auch gewisse Vorhaben, die in der nächsten Zeit noch geplant sind? Wir haben zum Beispiel ein tolles Projekt, das nennt sich Intensivtrainingsprogramm für erste und zweite Klassen, das mit dem WIFI gemeinsam veranstaltet wird. Hier haben schwache Schüler oder die sich eben einfach verbessern möchten, die Möglichkeit, in den ersten 4 Wochen in der Berufsschulzeit Förderunterricht und Persönlichkeitstraining in Anspruch zu nehmen. Das läuft alles über die Firmen. Es ist ein ganz ein tolles, junges Projekt, das wir unbedingt forcieren möchten und steiermarkweit ausweiten möchten. Das ist unser Ziel. Der Lehrlingsunterstützungsverein, das sagt schon der Name, unterstützt natürlich auch das Lernen und das vorwiegend während der Berufsschulzeit. Wir haben 17.500
Mitglieder zurzeit. Und während der Berufsschulzeit fördern und fordern wir 70% circa der Lehrlinge sprechen wir an. Und diese Lehrlinge nehmen in Anspruch auch Förderunterricht in verschiedensten Gegenständen. Und wie gesagt, in Kürze geht's hier los mit Nordic Walking. Mit 3,8 Kilometer Laufen und Nordic Walken ging dieser Sporttag schließlich zu Ende. Am Nachmittag gab es dann die Siegerehrung, bei der die Schüler für ihre Leistungen geehrt und ausgezeichnet wurden.